Mit der Internetverbindung war es heute ein bisschen problematisch. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den Text vorlesen, den ich noch von Gretel Rentsch bekommen habe. Dem Treck geht's gut, alle sind gut drauf, es gibt dreimal am Tag Futter, es gibt gekauftes Heu und ein wenig Gras zum Knabbern. In den Dörfern, die wir durchfahren haben, hat das Rumpeln der Wagen und die Glocke die Leute aus den Häusern gelockt. Also sie waren nicht allein auf ihrer Fahrt. Ein lettischer Pferdeprofessor war heute beim Mittag bei uns, hat sich über die Kaltblüter gefreut und gesagt, solche Pferde sind schon viele Jahre nicht mehr in Lettland gewesen. Heute Nachmittag ist Anke Haseloff mit drei weiteren Frauen zu Besuch gekommen. Sie war vorab schon in dieser historischen Poststation von 1710, die ihr hier seht, wo am Freitagmittag ein kleines Konzert stattfinden wird. Wir werden berichten. Es ist 22 Uhr abends in Berlin. Ich dachte, ich bin fertig, aber nein, es kommen jetzt doch noch zwei kleine Filme rein mit WhatsApp. Die hänge ich jetzt einfach hinten dran, ohne Kommentar und wünsche euch allen eine gute Zeit. Unser Quartier heute. Alles schön ausgenutzt. Himmelsbalkon. Wer kommt mit? Helmut, kannst du mir mal eben ein Schrottgewehr geben? Da unten sitzen die Herren schon beim Bier. Aber der Wagen, der rollt, ich blieb
meiner Linde, aber der Wagen, der rollt. Was denn, das hänge ich ja mal alle.